feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. In den meisten Städten sind Depotfahrten Betriebsfahrten. Das heißt, die Straßenbahnen rücken morgens aus dem Betriebshof aus und abends wieder ein, ohne dabei Fahrgäste mitzunehmen. Anders als in Nürnberg, wo die Bahnen von der ersten bis zur letzten Sekunde eines Betriebstages wirklich nützlich sind. Die letzte Fahrt des Tages beginnt für jede Bahn an der Starthaltestelle als normale, jedoch verkürzte Linienfahrt. Wenn sie dann ihren regulären Linienweg in Richtung Depot verlässt, dann tut sie das als Linie D, wobei man als Fahrgast bis zur Frankenstraße, wo sich der Betriebshof befindet, mitfahren kann. In der Praxis sieht das so aus, dass alle D-Züge ab Landgrabenstraße Kurzläufer der Linie 4 sind. Die Bahnen der Linie 6 rücken von beiden Linienästen her ein, wobei sie jeweils an der Christuskirche und der Heinestraße ihre Liniennummern von 6 zu D ändern. Die D-Züge ab Schweigerstraße sind logischerweise die Kurzläufer der Linie 8. Da sich der Betriebshof an der Linie 5 befindet, verkehrt die Linie 5 logischerweise als reguläre verkürzte Linie 5 zur Frankenstraße, wie hier zu erkennen. Dass es keine Depotfahrten der 7er gibt, liegt darin begründet, dass aufgrund der Bauarbeiten in der Ostendstraße die 5er und die 7er durchgebunden sind. Eine 7er von der Tristanstraße wird also am Hauptbahnhof ganz normal zur 5er, welche dann zur Frankenstraße fährt. Früh am Morgen geschieht die gleiche Chose in die andere Richtung. Die Bahnen fahren zu ihren jeweiligen Haltestellen, wo sie ihren Linienweg fortsetzen. Eben Heinestraße, Christuskirche, Schweigerstraße und Landgrabenstraße. All das mag für Leute, denen es bereits an der Stammstrecke der U-Bahn Schwierigkeiten bereitet, die richtige Bahn in die richtige Richtung zu finden, sehr verwirrend klingen. Doch verwirrend soll die Linie D gar nicht sein. Im Gegenteil, der Fahrgast wird gar encouragiert, die Linie D zu benutzen. An den jeweiligen Endhaltestellen der Kurzläufer wird angesagt, dass die Bahn zur Frankenstraße weiterfährt. Außerdem prangt das D an allen Haltestellenschildern und natürlich gibt es auch offizielle Fahrpläne der Linie D bei den Ausrückern mit Hinweis darauf, als welche Linie in welche Richtung die Bahnen weiterfahren. Etwa W6 für die Linie 6, die ab Heinestraße zum Westfriedhof fährt. An der Frankenstraße achtet der Fahrer oder die Fahrerin penibel darauf, dass sich nicht eine Person noch in der Bahn befindet und zum Betriebshof mitfährt. Und wie man an meinen Aufnahmen erkennen kann, sind die Straßenbahnen relativ leer. Allerdings gibt es doch ein paar Leute, welche das zusätzliche Nahverkehrsangebot bewusst benutzen, etwa diese Frau. Die Linie D mag, verglichen mit den anderen Linien, nicht viele Fahrgäste zu befördern. Und doch reichen diese wenigen Fahrgäste, um zu sagen, dass es sich lohnt. Denn die klassische Kosten-Nutzen-Rechnung kann auf die Linie D nicht angewendet werden, da es schlichtweg keine Kosten gibt. Denn die Straßenbahnen müssten ja so oder so ein- und ausrücken. Die Linie D mag auf den ersten Blick verwirrend sein und die Fahrzeiten sonderbar. In Wahrheit jedoch ist sie ein gutes Beispiel für effizienten und exzellenten Nahverkehr.